Dies ist der heimliche Höhepunkt der Weißen Nächte von Sankt Petersburg. Purpurrote Segel heißt die farbenfrohe Veranstaltung am Ufer der Neva, mit der Abiturientinnen und Abiturienten ihren Schulabschluss ausgelassen feiern. Eine Tradition, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf der Grundlage von Alexander Greens Roman Das Purpursegel entwickelte, zu Sowjetzeiten einschlief und erst im Jahr 2005 wieder so richtig auflebte. Purpurrote Segel ist bei weitem kein rein lokales Event. Das Spektakel wurde national im Fernsehen übertragen, damit andere Schülerinnen und Schüler zumindest aus der Ferne mitfeiern können. Allerdings ist die TV-Übertragung auch als Tribut an die immer stärker in Teilen Russlands grassierende Pandemie zu verstehen. Purpurrote Segel stehen nach russischer Überzeugung für Hoffnung, Träume und eine glorreiche Zukunft.